I'm made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi 3 Abenteuer Bowser featuring Crush 4089. Nachdem wir im letzten Part uns noch dem Nebenquest von der Einkaufsmeile in Toadtown gekümmert haben, wird es nun Zeit, dass wir unser Abenteuer fortsetzen. Denn mit Bowser haben wir jetzt... Oh, na, wen haben wir denn da? Den kennen wir doch, ne? Sorry. Ne, was ich sagen wollte... Jetzt, da nämlich Michael Bowser seine neue Technik, die Panzerpresse, drauf hat, mit der er jetzt Schalter drücken kann, können wir unser Abenteuer fortsetzen, denn wir haben bereits ein Sternserum in unserem Besitz. Zwei fehlen noch, um die Barriere welche der Finsterstern erstellt hat, zum Pilzpalast durchbrechen können. Ist das... Hey, du! Hey, Schurke, warte mal! Er hört ihn gar nicht, weil ist er so nahe. Was sollte das denn? Ist denn was? Nee. Okay. Hey! Bist du nicht Gumbernd? König Bowser, es geht euch gut. Natürlich. Aber was ist mit den anderen? Was ist mit Gaido und Parodi? Seid ihr nicht zusammen? Nun... Ihr seid geflohen, als ihr weil zu groß geworden seid. Als wir geflohen sind, habe ich die anderen verloren. Und jetzt... Jetzt bin ich ganz allein. Oh, ach so. Aber was macht ihr denn hier? Also... Verdoppelt und auf der Suche nach den Sternseeren. König Bowser, 10 Sternseeren. Fällt so aus? Was? Wo wusste das denn? Ich habe noch nichts gesehen, aber das konnte nicht willkommen. Woher weißt du das eigentlich? König Bowser, wir haben ein Sternseeren mit der Festung. Was? Die alte Schildkröte Kupuzzel hat es euch als Geschenk für ein gelöstes Puzzle gegeben. Oder vielleicht habt ihr es ihm einfach genommen, das weiß ich nicht mehr genau. So oder so, es müsste sich in der Schatzkammer im Keller eurer Festung befinden. Wirklich? Ja, jetzt wo sagst du, da war etwas. Wichtige Mitteilung! Oh. Ein Botenvogel. Hör mal ein Luigi und den großen grünen Grobi an. Verbinde mit Dr. Corpus Tiet aus Toadtown. Bitte zuhören. Ha. Test, Test. 1, 2, 3. Hallo, ist das Ding an? Habe ich herausgefunden, wer der zweite Hüter ist? Oh ja. Der zweite Hüter ist der Kuba-Kuh-Puzzle. Er lebt am Strand. So, stimmt also. Stellt so bereits mir. Und das... Ich, dass Mario und Luigi das erste Serum bereits haben, aber ja, herzlichen Glückwunsch. Da vergeht das Lachen. What? Scheiße, die waren schneller. Aber das zweite Serum holt mir auf alle Fälle. Zurück zu meiner Festung, du Schatzkammer, kann für dich das Serum. Genau. Also los zur Festung. Und was mit dir? Ich suche nach Gaido und Parodi, wir kommen dann später nach. So, na, macht was ihr wollt. Das zweite Serum befindet sich in Bowsers Festung, richtig? Lass uns Pause für uns erledigen. Okay. Da können wir also jetzt mit Bowser wieder weitermachen. Gut, dann begeben wir uns jetzt schnurstracks zurück zur Festung. Naja, diese Gegner sind kein Problem, aber die schon eher. Flix und Zucchini, dass ich nicht treffen konnte.
Ach je, und wieder zu spät. Aber diesmal nicht. Doch mal lasse ich mir das nicht bieten. So, erstmal die Zähne aussaugen und natürlich noch den Nektar. Um noch etwas Energie wieder zurückzubekommen. So. Darauf falle ich dich doch ein weiteres Mal rein. Versuchen es aber immer wieder mit dem Trick. Das hört mir auch schon auf. Okay. Wieder nur ein Super. Aber ich krieg das schon noch auf die Reihe. Oh. Hi, diesmal, da ja Mario und Luigi stärker sind. Komm her, du. Können sie ihn bestimmt besiegen. Und vor allem haben sie auch Spezialtechniken, welche... Könnte ich das nutzen? Kriege ich extra Erfahrungspunkte. Könnte ich also ausprobieren, ob das klappt. Dass die Leiste da wieder voll ist, wundert mich, weil normalerweise müsste sie wieder sich leeren, wenn man die Orden neu austauscht. Bin ich überhaupt so eingestellt? 1,4 mal mehr Münzen. Was? Nein! Darauf wollte ich 1,6 mal mehr Münzen, 1,2 mal mehr Erfahrung. Habe ich das gar nicht gemacht? So, der Ordenwechsel muss aber jetzt stattgefunden haben, ne? 1,6 mehr Münzen, 1,2 mehr Erfahrung. Ja, jetzt muss es aber passen, ne? So. Oder habe ich hier leider Gottes den Zug damit verschwendet? So. Aber der hält immer noch so viel aus. Was soll denn das? Ups. Ja, was denn? Ach, Moment, das ist ein ganz anderer. Ne? Dakito Prinz. Hatten wir den? Den müssen wir bereits gehabt haben, ne? Es ist ein anderer, ein stärkerer. So. Jawohl, den Hammer. Das bringt dir nichts. So. Bam. Nice. 550. Und eine Goldkrone. Die wohl gut ist? Ach ja, ich habe auch noch gar nicht überprüft, dass das andere Zeugs kann, das wir von den kleinen Tod bekommen. Also der Hähnchenring. Von einer Aktion vertickt Bowser möglicherweise ein Hähnchen. Ah, ab und zu heilt er sich also von selber, ohne dass er extra ein zu verbraten werden muss. Ah, die ist zum Verkauf gut. Schatten meines Kampfes einmalig auf Null. Das ist der kleine Panzer. Ey, das ist praktisch. Ein einziges Mal den Schaden auf Null ist schon extremst praktisch. Ja, da kommen Mario und Luigi rein. Mit dem werden wir natürlich auch noch die Welt erkunden, wenn wir erstmals alle Fähigkeiten drauf haben. Darauf gebe ich natürlich mein Wort. Was? Ich bin noch... Jetzt aber. Wo ging das vorher gar nicht? So, wo sind wir denn da oben? War das eine gute Idee, das jetzt zu zerstören? Ich bezweifle das. Dass das eine gute Idee war. Naja, wir können ja wieder zurück. Ja, da oben war, glaube ich, noch was anderes, ne? Können wir gerne nochmal versuchen herauszufinden. Ne? Das passt schon. Dafür ist noch Zeit. Aber es gibt ja wieder so viele Wege hier. Der obere Weg, der macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich meine, jetzt könnten wir hier entlang. Aber... Ups, nein. Bowsers Festung... Könnten da wieder zurückgehen.
Nutzen wir mal den oberen Weg, ne? Die Fratzenprärie. Also da nach oben geht's zur Fratzenprärie. Oh Gott. So viele Ausgrabungsstellen für Bohnen. Der helle Wahnsinn. Aha. Da können wir Bowser wieder nutzen. Ah. So. Bam, aus dem Weg. Oh, wir haben eine Abkürzung zu Blockhildes Laden. Erschaffen. Sehr gut. Na, das passt doch perfekt. Da wir gerade mal davon sprechen. Es gab doch hier irgendwo einen seltsamen Block, den ich... Also, es gab doch irgendwo einen Block, den ich da aktivieren konnte. Und hier ist doch so viel frei von diesem Ort. Vielleicht kann ich den auch erst später aufsuchen. Wer weiß. Ich mach mich nur straks jetzt mal... Jetzt mache ich mich nur straks mal auf. Gehen wir jetzt zur Fratzenprärie. Das wird jetzt Bowsers nächstes Ziel sein. Zuvor gucken wir mal hier. Ach, verflixt, da muss wieder ein weiterer Felsen rein. Weiterer Felsen drauf. Entschuldigt, dass ich da jetzt so hin und her laufe. Ich möchte erstmal die Gegend nochmal erkunden, weil, wie gesagt, es ist schon eine Weile her, seitdem ich das Spiel angefasst habe und ich weiß auch nicht mal alles auswendig. Ich hab's ja schon so, habe ich ein, zwei Mal durchgespielt, aber alles werde ich nun auch nicht wissen, auswendig wissen, selbst wenn ich 10 Mal gespielt hätte. Da gibt's wirklich nichts, okay. Habe ich umsonst doch mal nachgeguckt, was soll's. Eine Abkürzung ist ja geschaffen worden. So, weiter Richtung Fratzenprärie. Oh, ein weiterer Porter. Zwischen Prärie und See. Ach stimmt, hier waren wir doch schon mal. Das ist eigentlich ein altbekannter Ort. Warum sind die eigentlich schneller? Sind sie stärker geworden? Nein, nicht. Na, trotzdem ist es so viel schneller. Aber sie sind immer noch genauso schwach wie vorher. Also sie sind es eigentlich nicht wert, zu bekämpft zu werden. Was wäre, wenn ich sie auf sie draufstampfen könnte? Das müsste doch ordentlich wehtun. Da nach oben könnten wir auch noch. Gucken wir uns das mal an. Da waren wir oben noch gar nicht, ne? So viele Gegner hier. Das ist echt der Wahnsinn. Gehst du weg da? Da ist eine Röhre. Ach, das ist nur ein... Das ist nur was exklusiv für Mario und Luigi. Du bist nur ohnehin auch eine Technik lernen, womit sie hochspringen können. So, die ignoriere ich alle gezielt. Lass mich alle in Ruhe. Die könnten mir gar nichts, ihr kleinen Samen. Bringt mir höchstens Geld, wenn ich euch zerstöre. Also wenn ich euch niedertrample. Finde ich auch gut so. Haben wir wenigstens diesen Lakito-Prinz auch mal bezwingen können. Der hat einen ganz schönen Haufen Erfahrungspunkte gebracht. So. Dann wieder zurück zu Bowsers Festung. Den Weg hier kennen wir bereits. Da ist ja noch eine Röhre. Ah, hier geht's zum Keller rein. Also ich glaube, den normalen Weg zum Palast brauchen wir jetzt nicht. Aber gab es ja auch noch so eine Art Schalter, den man nur mit der Panzerpresse aktivieren konnte? Ich glaube nicht, ne? Ne. Sei es drum. So, hier. Ein kleiner Sprung. Bam.
Und schon sind wir am Ziel unserer Träume angelangt, nämlich beim Keller der Festung. So. Da können wir jetzt schon mal eine Abkürzung erschaffen. Und da sind wir wieder bei Krankfrieds Festspielhaus. Das wird es nicht mehr lange sein. Dafür sollen wir jetzt. So. Auch wieder noch was für Marinucci. Ja, ich schätze mal, mit denen werde ich noch ein, zwei Parts machen, mit denen ich alles erkunde. Moment, was? Hast du nur als Abkürzung gedacht? Abkürzung zur Festung. Achso, ich muss eh direkt zur Festung. Dann war ja doch irgendwo ein Schalter im Festspielhaus an sich. Na denn? Gucken wir uns hier noch um. Wo müssen wir jetzt lang? Jetzt sind wir dorthin, wo sich die Röhre befindet. Oder nein, hier. Das ist noch ein ganz schön großer. Da liegt noch ein ganz schön großes Gebiet vor uns. Aber es ist nichts, was wir nicht hinkriegen könnten. Oh, schon vorbei. Jetzt messe ich mir einen Platz in der ersten Reihe. Also. Den wirst du nicht mehr brauchen. Wir sorgen nämlich dafür, dass nie wieder so eine Show stattfindet. Wir sind jetzt mal am Ziel angelangt. Lass ich mal gucken. Da war ja diese Röhre. Wo führt die eigentlich hin? Ach ja, hier. Aber ich komme auch nicht voran. Die Statue kann nicht zerstört werden, nicht mal durch die Presse. Da brauche ich auch wieder eine weitere Fähigkeit. Na denn? Da müssen wir wohl hier lang. Genau. Und bam. Da kommen wir endlich rein. Das macht er auch hinter uns gleich wieder zu. Und damit öffnen wir wahrscheinlich wieder die Tür. Okay. Hat sich bestätigt. So, jetzt sind wir angelangt. Jetzt drehen wir weiter in die. Jetzt drehen wir tiefer in die Festung vor. Und auch hier gibt es wieder neue Gegner, soweit ich weiß. Hey, was soll das? Du bist so alles verspürt. Blöder Krack, viel Scheiße. Oh nee. Nicht meine Panzerpresse nützt was. Ah, oh, noch ein Porter. Okay, der ist aktiviert. Tja. Da müssen wir wohl einen anderen Weg zum Keller finden. Bearbeiten den Keller. Oma, Balkon wird Krankfrieds Statue errichtet. Besichtigung den Thron bis zum Balkon durchqueren. Krankfrieds Statue. Ha. Das ist doch interessant. So, ich muss mal kurz meinen Sessel richten. So, neue Gegner sind hier. Ein Bob-Bob in einem Käfig. Ein Kampfroboter-Käfig. Ups, der hätte ich dann wieder zurückschießen müssen. Genau so. Aber einen muss ich am Leben lassen, denn auch die haben eine Blockkatze. Yes, Mann. Na verdammt, ich hätte mit den einen Schlag verpassen sollen. Weg.
Weg! Verschwinde, du kommst nicht an mich ran. So. Du bekommst das hier stattdessen. Jawoll. So, der Bob-Omb ist frei und schenkt einen Pilz. Die Bob-Omb dienen ihm wohl als Energiequelle. Dann werde ich mal diese Energiequelle abschalten. Wie nett, dass ein jedes Mal heilt am Ende des Kampfes. Ui, 680 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Ich wünschte, ich könnte auch den Ohreneffekt nutzen, aber das geht wohl schon. Das geht nur mit Marin Luigi. Und ein Goomba. Also, die hat nicht nur Goombas hier drin gefallen, die hatten auch. Also, nicht nur Bob-Omb, sondern auch Goombas gefangen. Verdammt nochmal, warum konnte ich den letzten nicht abwehren? Ah, verdammt! Ach, ich bin ein Idiot. Warum nutze ich immer den falschen Knopf? Egal. Dankeschön. Ich kriege wenigstens KP zurück und Level 20 und Bowser erreicht den zweithöchsten Rang, den Goldrang. Drei Kleidungsstücke. Naja, eigentlich ist ja, das ist wirklich der zweithöchste, weil es gibt noch einen höheren, den er aber, glaube ich, nur auf Level 40 erreicht. Oh, KP hat viele gute Zahlen. Angriffskraft sieht nicht so gut aus. Aber Verteidigung hat ein bisschen was. Geschwindigkeit. Oh, die Hörner. Ah, schade. Was soll's? So. Wir haben jetzt nur genug ausgetobt, ne? Mehr gibt es nicht. Ja. Gut, dann. Gehen wir mal weiter, ne? Balkon oder Keller? Der Balkon ist also eigentlich ihr Ziel. Deswegen gehen wir aber schon mal zum Keller, wenn es irgendwelche Feinde... Oder nein, Moment. Hier gehen wir doch zuallererst zum Balkon. Also können wir den Weg zum Keller öffnen. Zwei Wege schon wieder. Gehen wir jetzt bei den oberen. Junge. Ein ganz schönes Durcheinander hier. Ein Wiederwecker gibt es hier. Und ein Platz zum Speichern. Na gut. Da der Part schon wieder ein bisschen Zeit gefressen hat, würde ich sagen, auch wenn wir jetzt nicht so viel gemacht haben, beenden wir an der Stelle. Im nächsten Part versuche ich so viel wie nur möglich, Bowsers Festung zu machen. Und wie immer geht es, wenn es zu gefallen wusste, dies zu bestätigen, wenn es eins klickst auf den Like-Button unter dem Video. Und dann siehst du beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush45 geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Mario & Luigi 3 Abenteuer Bowser. Auf Wiedersehen. Tschüss, oder?